Mein Name ist Alexander Stevens und manche Leute schrecken vor nichts zurück. Ich habe das Gefühl, es war wieder jemand in meiner Wohnung. Ich habe so eine komische Stimme gehört. Also wer immer auch hier eingedrungen ist, der musste freien Zugang haben. Hat sonst noch jemand einen Schlüssel aus Ihnen? Das war Ihr Vermieter? Mhm. Und im selben Haus? Ja. Was macht der denn da? Ja? Svenja? Mama? Gott sei Dank, dir geht es gut. Warum sollte es mir denn nicht gut gehen? Hast du Probleme? Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Ach, warte mal. Es ist 4 Uhr morgens. Was machst du denn da auf Mallorca? Dauerparty am Ballermann oder was? Schätzchen, ich mache mir einfach Sorgen. Mitten in der Nacht, worüber machst du dir denn Sorgen? Bist du betrunken? Nein, ich hatte einfach Angst, dass dir was passiert ist. Oh, was soll mir denn passiert sein? Ich dachte... Ja, was dachtest du denn? Ja, ich dachte, du bist tot. Tot? Wie kommst du denn auf die Idee? Dann schau mal in die Zeitung von heute. Ja, Svenja Gerber hat mich um Hilfe gebeten. Ihre eigene Todesanzeige ist gestern in der Zeitung erschienen. Allerdings erfreut sich die gute Frau bester Gesundheit und hat natürlich jetzt Angst. Und die Frage ist, wer oder was könnte hinter dieser Geschmacklosigkeit stecken? Kein Wunder, dass sich ihre Mutter größte Sorgen gemacht hat. Ja, jetzt verstehe ich das ja auch. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was diese Anzeige soll. Vermutlich nur ein dummer Scherz. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so lustig. Naja, gebe ich Ihnen absolut recht. Haben Sie da eine Idee, wer hinter diesem Scherz stecken könnte? Nein, ich habe auch schon den ganzen Morgen überlegt, aber ich weiß es einfach nicht. Außerdem hoffe ich, dass es wirklich nur ein schlechter Scherz war und keine Warnung. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Oder trachtet Ihnen jemand nach dem Leben? Ja, nicht, dass ich wüsste. Na also. Aber zurück zu meiner Frage. Haben Sie denn irgendeine Idee, wer hinter diesem schlechten Scherz stecken könnte? Vielleicht ein Ex-Freund, der sich an Ihnen rächen will? Nee, meine letzte Beziehung ist schon lange her und wir sind im Guten auseinandergegangen. Dann sind Sie also Single. Und ich habe echt keine Ahnung, wer aus meinem Bekanntenkreis so was Krankes machen würde. Hi, Süße. Hi. Mensch, du siehst ja total fertig aus. Warst du wieder feiern mit deiner Mutter? Hättest mal Bescheid gesagt. Nee, das ist nicht der Grund, warum es mir schlecht geht. Mama ist doch auf Mallorca. Ach, ich habe euch gar nicht vorgestellt. Das ist Verena Stumm, meine Freundin und Kollegin. Herr Stevens, mein Anwalt. Freut mich. Anwalt. Ja, schau. Das ist der Grund, warum ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht habe. Das ist ja krass. Wer macht denn sowas? Genau deswegen bin ich hier, um das herauszufinden. Ich habe jetzt noch einen Termin, aber danach fahre ich sofort zur Anzeigenabteilung dieser Zeitung. Und werde mich da mal ein bisschen schlau machen, ne? Mhm. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Herein. Ich rufe dich gleich noch mal an, ja. Guten Tag. Stevens, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Stevens? Es geht um diese Todesanzeige, die heute bei Ihnen in der Zeitung erschienen ist. Mhm. Können Sie mir sagen, wann die aufgegeben wurde? Vorgestern Mittag. Vorgestern Mittag. Mhm. Und wissen Sie auch von wem? Von Svenja Gerber. Svenja Gerber. Da sind Sie sich sicher, ja? Ja. Ihnen ist schon klar, dass Svenja Gerber diejenige ist, die hier in der Todesanzeige drin steht. Wollen Sie mir jetzt wirklich allen Ernstes weismachen, dass Svenja Gerber ihre eigene Todesanzeige aufgegeben hat? Haben Sie denn eine Ahnung, was hier in der Abteilung manchmal los ist? Nein. Abgesehen davon, die Anzeigentexte werden von unseren Kunden meistens vorformuliert. Was wir hier auf den Tisch kriegen, sind die fertigen Texte. Da kann ich mir wirklich nicht merken, wie der Kunde heißt. Steht doch alles im Computer, oder nicht? Aber doch nicht an der Stelle, wo ich den Text eingebe. Gut, also Sie sagt, es war wohl eine Frau, ja? Richtig? Ja, es war eine Frau, ich bin mir sicher. Ja, und weiter? Oh mein Gott, sie war blond. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mit Ihnen ein Schwätzchen zu halten. Fragen Sie mich nicht nach Details. Danke, Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Sag mal, wusstest du, dass Pete gekündigt hat? Nee, wusste ich nicht. Ist aber so. Der Posten des Einkäufers wird frei. Das ist ja ein Ding. Ja, und wir werden beide qualifiziert für den Job. Ich weiß gar nicht, ob ich da so scharf drauf wäre. Klar, ist mehr Kohle, aber auch jede Menge mehr Stress. Ach, ich fände es toll. Du kannst entscheiden, was hier im Laden hängt und kommst mal raus. Ist doch viel besser, als den ganzen Tag hier blöd rumzustehen. Ach, ich weiß nicht. Aber dir würde ich es gern. Ich dir auch. Du, weißt du was? Darauf stoßen wir an. Komm doch heute Abend zu mir, dann trinken wir ein bisschen Prosecco und ziehen doch um die Häuser. Was meinst du? Ja, klar, klingt gut. Machen wir. Ah, da ist Herr Stevens. Auf den habe ich schon gewartet. Du, wenn du früher gehen willst, überhaupt kein Problem, ne? Also, die letzten 2 Stunden schaffe ich hier auch alleine. Und wenn du jetzt bald befördert wirst, dann musst du deine Kräfte ja auch ein bisschen schonen. Du Spinnerin. Vielleicht wirst ja auch du befördert. Aber gut, dann hole ich uns noch eine Pizza für heute Abend. Super. Bis dann. Sorry, Mädels-Talk. Aber jetzt bin ich gespannt. Haben Sie denn irgendwas rausgefunden, wer die Horroranzeige aufgegeben hat? Angeblich sie selbst. Was? Ja, ich weiß, das klingt total absurd. Aber die Anzeige wurde unter ihrem Namen aufgegeben. Die scheinen nicht sonderlich akribisch zu arbeiten in dieser Anzeigenabteilung. Mhm. An was sich die gute Dame allerdings erinnern konnte, war, dass es wohl eine blonde Frau gewesen sein soll. So wie ich? Oder ihre Kollegin. Ach nein, Verena ist meine Freundin. Die würde sowas nicht machen. Naja, und Konkurrentin, oder nicht? Ich habe das doch vorhin richtig mitbekommen. Es geht doch um eine Art Beförderung, oder? Ja, die Stelle des Einkäufers wird frei, aber Verena hat da überhaupt gar keine Lust drauf. Hat sie mir eben erst gesagt. Es ist aber immerhin eine Spur. Und das sollten wir auch nachgehen. Haben Sie ein Foto von Ihrer Kollegin? Ja, klar, zu Hause. Würden Sie mir das geben? Mhm. Super. Dann würde ich das der Anzeigenabteilung noch mal zeigen. Vielleicht bringt es uns ja irgendwie weiter. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Super, danke. Was für ein Albtraum. Tja. Wollen Sie vielleicht was trinken? Danke, nein, das ist zwar nett, aber ich möchte so schnell wie möglich in die Anzeigenabteilung. Schließlich wollen wir beide herausfinden, wer unter Ihrem Namen eine Todesanzeige aufgegeben hat. Ja, auf jeden Fall. Eine Sekunde, ich hole Ihnen kurz das Foto. Super. Hier, das ist das Aktuellste. Das war vor 2 Wochen ungefähr, bevor wir zum Feiern losgezogen sind. Wer sind die Dame hier links im Bild? Das ist meine Mutter. Wow, die wirkt aber jung. Ja, jung wäre sie auch gern. Um jeden Preis. Wollen Sie nicht doch vielleicht noch was trinken? Danke, nein. Ich möchte dieses Bild unbedingt der Dame von der Anzeigenabteilung zeigen. Vielleicht erkennt sie ja ihre Arbeitskollegin. Und dann wüssten wir endlich Bescheid. Aber ich glaube wirklich nicht, dass Verena irgendwas damit zu tun hat. Naja, ein Versuch ist es doch wert, oder? So oder so. Danach wissen wir mehr. Okay, dann will ich Sie nicht mehr länger aufhalten. Was ist das denn? Was ist denn los? Schauen Sie mal. Das ist ein Drohbrief. Verpiss dich aus meiner Wohnung. 2 sind einer zu viel. Hau ab, sonst. Wie kommt der denn hier rein? Sie wohnen doch alleine, oder? Ja. Aber dann muss hier jemand eingedrungen sein. Ja, wie denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir sofort die Polizei informieren. Sobald es eigentlich alles in Ordnung ist, nur noch die. Möglicherweise auch die DNA. Ja, ich kann nur hoffen, dass Sie irgendwas herausfinden. Ich schau mal kurz zu meiner Mandantin, ja? Also, Frau Gerber, die Polizei kümmert sich jetzt um alles, ja? Aber es könnte durchaus sein, dass der Täter oder die Täter das Schloss geknackt haben. Sie haben nämlich kein Sicherheitsschloss.
Das heißt also, er könnte immer wieder hier reinkommen? Keine Sorge. Es werden jetzt Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit genau das nicht mehr passieren kann, ja? Okay. Also machen Sie sich keinen Kopf. Also, nach dem ersten Augenschein gibt es keinerlei Einbruchsspuren. Wohnen Sie alleine hier? Ja. Also, wer immer in diese Wohnung eingedrungen ist, hatte freien Zugang. Hat sonst noch jemand einen Schlüssel außer Ihnen? Das habe ich schon abgeklärt. Außer meine Mandantin hat nur noch ihre Mutter einen Schlüssel. Und wie ist das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Ich meine, verstehen Sie sich gut oder hatten Sie Streit? Sie meinen, ob vielleicht meine Mutter was damit zu tun haben könnte? Könnte das sein? Nein, also wir verstehen uns gut. Sie ist zwar mehr eine Freundin als eine Mutter, aber nee, auf keinen Fall. Außerdem ist sie gerade auf Mallorca und jetzt hat sie extra ihren Urlaub abgebrochen, um hierher zu kommen und mir beizustehen. Nach diesem ganzen Horror. Naja, wir werden auf jeden Fall noch die Fingerabdrücke und DNA in der Wohnung sichern. Okay. Die Tür war offen. Hi, was ist denn hier los? Du, ja, ist jemand in meine Wohnung eingedrungen und hat mir einen Drohbrief hinterlassen. Was? Hier wurde eingebrochen? Ja, scheinbar. Und wahrscheinlich war es dieselbe, die auch diese Todesanzeige aufgegeben hat. Oh Gott, wie furchtbar. Und wer macht sowas und warum? Frag mich mal. Und was machst du jetzt? Also du kannst hier doch nicht alleine bleiben. Ja, Mama hat extra den Urlaub abgebrochen. Die müsste gleich landen. Am besten frage ich sie, ob sie heute Abend dann hier bleibt. Weil alleine kann ich jetzt nicht sein. Nein, musst du auch nicht, Süße. Ich bin jetzt da und ich bleib natürlich hier, bis deine Mutter da ist. Ich häng kurz meine Jacke auf. Ja, bring sie am besten ins Schlafzimmer, weil im Flur waren gerade die Spuren gesichert. Ja. Frau Gerber, ich werde es dann auch packen. Ich fahre wie gesagt zur Anzeigenabteilung und werde dort mal das Foto von Ihrer Kollegin herzeigen. Okay. Tschüss. Tschüss. Oh ja, Mensch, Schatzi, ich freue mich auch schon. Wir haben es aber auch wirklich dringend nötig. Oh ja, das wäre echt gut. Ich rufe dich gleich nochmal an, ja? Hallo, ich bin's mal wieder. Ja, ja. Der nervige Typ mit der Todesanzeige. Ja. Schauen Sie mal, ich habe hier ein Foto mit drei Mädels. Warst zufälligerweise eine von denen? Die sind ja alle drei blond. Gut beobachtet. Und? Also, ich habe ja gesagt, es war viel los hier. Natürlich. Also, ich glaube, die war's. Die hier? Sind Sie sich da ganz sicher? Schauen Sie bitte mal hin. Ja, ich bin mir sicher, die war's. Gut, danke. Ja, bitte. Ja, ich bin's nochmal. Hi. Also mal ganz ehrlich, von einer Anzeigenabteilung einer Zeitung hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Kaum zu glauben, dass man da einfach reinmarschieren kann und vermeintlich seine eigene Todesanzeige aufgeben kann, ohne dass das jemand merkt. Aber mir scheint, diese gute Dame von der Anzeigenabteilung hat nicht wirklich den Überblick. Jetzt bleibt nur zu hoffen und abzuwarten, ob die Polizei irgendwelche brauchbaren Spuren in der Wohnung meiner Mandantin sicherstellen kann. Insbesondere, ob es Finger- und DNA-Spuren gibt. Gut, und jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als meiner Mandantin diese Pleite mitzuteilen, dass ich nicht wirklich was herausfinden konnte. So ein Mist auch. Okay, ja, das habe ich mir eh schon gedacht. Trotzdem, vielen Dank für die Info, Herr Stevens. Auf Wiederhören. Hier, ich würde sagen, auf den Schreck trinken wir erstmal ein, Mädels, okay? Prost! Prost. So, jetzt lass dich erstmal drücken, mein Liebling. Mein Gott. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als ich die Anzeige gelesen habe. Ich habe echt gedacht, dir wäre was passiert. Ja, und guck dir das jetzt hier mal an, mit der Polizei und allen. Das ist doch wie so ein Nightmare. Oh, Mami, du kannst auch Albtraum sagen. Ja, und du kannst auch aufhören, mich Mami zu nennen. Du weißt, ich hasse das. Das spielt doch jetzt überhaupt gar keine Rolle. Was mich eher interessiert, ist die Frage, wer mich hier so terrorisiert. Ja, mag ja schon ein bisschen eigenartig sein. Aber ich würde sagen, Themenwechsel. Was sollen wir Trübsal blasen? Wir können doch eh nichts daran ändern. Ich wollte euch mal was zeigen. Guck mal, das habe ich mir auf Malle stechen lassen. Ist das nicht geil? Meinst du, ich habe da jetzt einen Kopf für? Außerdem, findest du das in deinem Alter nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? In meinem Alter? Svenja. Was soll das denn heißen, in meinem Alter? Schiebst du mich schon aufs Abstellgleis oder was? Wenn ich dir erzähle, wie viele junge Typen wieder auf Malle bei mir Schlange standen, ne? Ich sag dir. Erzähl's mir lieber nicht, ich habe gerade echt andere Sorgen.
Du musst auch immer alles dramatisieren, Svenja. Mein Gott, ich hab's doch nur gut gemeint. Ich hab gedacht, gehen wir ein bisschen raus hier aus der Bude, einfach auf andere Gedanken kommen, ein bisschen Party machen. Also du spinnst wirklich, jetzt reicht's. Hier wurde eingebrochen und ich kriege Drohbriefe. Und du denkst, ich hab noch einen Kopf feiern zu gehen. Ich wollte mich noch kurz verabschieden. Wir sind hier mit unserer Arbeit fertig und melden uns, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Sie kommen doch alleine klar. Ja, meine Mama bleibt heute Nacht bei mir. Natürlich. Hau ab, du Bitch! Verschwinde! Scheiße, was war das? Mama, ich... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Bitte geh ran. Hi, hier ist die Inge. Wenn ihr was wollt, sprecht einfach aufs Band. Ich ruf dann zurück. Ich will, dass du mich sofort zurückrufst. Wo bist du denn hin? Stevens? Hallo, Herr Stevens. Ich bin's, Svenja Gerber. Tut mir leid, dass ich Sie so spät jetzt noch störe, aber ich... Ah, kein Problem. Was ist denn los? Ich habe das Gefühl, es war wieder jemand in meiner Wohnung. Ich habe so eine komische Stimme gehört. Eine Stimme? In Ihrer Wohnung? Ja, sie hat mich bedroht. Aber was hat sie denn gesagt? Dass ich verschwinden soll. Und hat Ihre Mutter das auch mitbekommen? Nein, das ist es ja eben. Die ist nicht mehr da. Wie? Ja, keine Ahnung. Sie ist weg und ich bin jetzt ganz alleine hier und ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe echt Angst. Das kann ich gut verstehen. Okay, passen Sie auf. Machen Sie jetzt überall die Lichter an. Ich komme sofort zu Ihnen, ja? Ja, bitte. Ich weiß, dass Sie sonst sowas nicht machen. Vielen Dank. Machen Sie sich keine Gedanken. Ist wirklich kein Problem. Hauptsache, Sie bleiben ruhig. Keine Panik. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Schlüssel. Hallo. Sind Sie nicht die Mutter von Svenja? Ja, und wer sind Sie? Entschuldigung, ich bin gleich hergejoggt. Stevens mein Name, ich bin der Anwalt von Ihrer Tochter. Ja, sie hatte mich angerufen, sie war völlig verstört am Telefon. So spät, mitten in der Nacht, ist irgendwas passiert? Na, sie meinte, sie hätte Geräusche gehört und hätte Angst. Oh je, habe ich jetzt so ein total schlechtes Gewissen. Ich konnte nicht schlafen und bin dann noch mal ein bisschen spazieren gegangen. Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass sie auf einmal in der Nacht noch mal wach wird. Kannst du mir vielleicht mal erklären, wo du warst mitten in der Nacht? Ich hatte totale Panik. Ach, Engelchen, das tut mir total leid. Ich war halt noch eine Runde spazieren. Ich habe gehört, du hast so komische Geräusche gehört, aber vielleicht war es doch nur der Wind. Das waren keine Geräusche, Mama. Das war eine Stimme. Eine furchtbare, unheimliche Stimme. Ich habe gedacht, dass wieder jemand in der Wohnung ist. Ach, Schatz, das war nur ein Albtraum. Das war nicht real. Doch, es hat sich aber ziemlich real angefühlt. Ich habe gedacht, der Einbrecher wäre wieder da. Aber Frau Gerber, vielleicht hat Ihre Mutter recht. Vielleicht war es wirklich nur ein böser Traum. Sie glauben mir auch nicht. Mensch, denk doch mal, was vor 2 Wochen war. Da hatten wir sowas Ähnliches. Vor 2 Wochen? Was war da? Ja, da ist sie mitten in der Nacht auf der Straße umhergeirrt. Die hat noch nicht mal mich, ihre eigene Mutter, wiedererkannt. Wie so eine Schlafwandlerin. Das war ja auch was ganz anderes. Da waren wir feiern und ich habe was getrunken. Kein Wunder, war ich dann ein bisschen neben der Spur. Ach, und heute haben wir nichts getrunken? Mama, ich hatte ein Glas im Gegensatz zu dir. Ach, nur ein Glas? Also, meine Damen, ich glaube, das bringt nichts, das um diese Uhrzeit jetzt auszudiskutieren. Ich denke, das Beste ist, wenn wir alle mal zur Ruhe kommen und ein bisschen Schlaf finden. Hm? Wie sieht's denn aus? Können Sie denn jetzt schlafen?
wenn Ihre Mutter da ist? Ja, ich denke schon. Okay. Vielen Dank, dass Sie so spät noch gekommen sind. Keine Ursache. Und ich melde mich morgen, wenn ich von der Polizei irgendwas Neues habe. Gut. Okay. Okay, vielen Dank. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Also, zwischen Mutter und Tochter bestehen eindeutig Spannungen. Ich meine, was muss auch Inge Gerber um diese Uhrzeit nachts noch spazieren gehen, wenn es ihrer Tochter so schlecht geht? Ich meine, immerhin wurde sie dreimal bedroht. Einmal mit dem Drohbrief, dann die Todesanzeige, naja, und jetzt diese ominösen Stimmen. Also, das ist nicht die feine englische Art von ihrer Mutter. Zumal, selbst wenn das alles so ein Albtraum gewesen sein sollte, ich mir von meiner Mutter doch ein wenig mehr Empathie wünschen würde. Super, und ich darf jetzt erstmal den ganzen weiten Weg wieder nach Hause joggen.